Willkommen zu Rudolfs Technikratgeber. Von Auvisio MSX380.M, ein Multimedia-System, da ist ein MP3-Player eingebaut. So sieht es aus. Das hier ist der Subwoofer, da ist auch der Verstärker und die Elektronik drin. Und dann sind zwei Satelliten dabei. Und dann kommen wir mal so ein bisschen zu den Leistungsdaten. Aber ich drehe erstmal hier den Subwoofer rum, da können wir den hier besser sehen. Also, Frequenzbereich von dem Subwoofer ist von 50 Hertz bis 200 Hertz. Die Satelliten, die haben von 150 Hertz bis 18 Kilohertz ihren Frequenzbereich. Leistung können wir hier sagen, bei dem haben wir 16 Watt und jeder dieser Satellitenlautsprecher hat 5 Watt. So, jetzt können wir den hier auch nochmal rumdrehen, dann kann man ihn besser erkennen. Jetzt wollen Sie wahrscheinlich auch noch etwas hören von mir. Eine Fernbedienung ist dabei. So. Und die Lautstärke. So, also, das hört sich gut an, da ist auch mächtig Dampf dahinter, muss ich ganz klar sagen. Ich habe jetzt eine externe Audioquelle angeschlossen über Auxiliary. Ich kann natürlich auch hier vorne an diesen Subwoofer einen USB-Stick anschließen oder eine Speicherkarte und dann kann ich die Funktion des Players, dieses Media Centers dann verwenden, indem ich auch vorspringe und zurückspringe. Sie sehen, er hat sich jetzt angemeldet, er blinkt jetzt hier rot und jetzt könnte ich, mach mal ein bisschen lauter, auch mal zeigen, dass ich sage, das hier ist die Fernbedienung, da können Sie vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen, dass ich jetzt ganz einfach sage, okay, Pause und wieder einschalten. Bässe kann ich in regeln in der Intensität. So, dann auf Standby, das gesamte Gerät schalten, das heißt also ausschalten, geht alles weg. Also, ein Media Player, ein multimediales Gerät, mit dem man zu Hause anständig Musik machen kann.